Ein sonniges Hallo, liebe Sammlerkollegen und Motofans. Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, wie ihr seht, sitze ich draußen. Es ist unglaublich heiß. Wir haben 35 Grad. Und da habe ich mir gesagt, das ist doch perfekt, um hier einfach mal draußen zu drehen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass einem unglaublich warm ist und man natürlich schwitzt ohne Ende. Aber trotzdem, ich möchte mit euch heute zusammen Man-at-Arms aus der Neo Vintage Wave 2 von Super 7 auspacken. Es wird noch ein weiteres Video folgen, und zwar zu Beastman. Die beiden fand ich ziemlich cool. Und mit Ausnahme möglicherweise der Teela werde ich mir nach und nach dann alle davon zulegen. Ich persönlich habe noch nie einen Vintage Man-at-Arms besessen. Ja, dies ist jetzt Neo Vintage und damit natürlich keinen Vergleich. Aber irgendwann werde ich mit Sicherheit nochmal einen Man-at-Arms meinen eigenen. Bis dahin allerdings ist der hier ein super Ersatz. Er ist richtig cool gelungen und diese Figur, die wollen wir heute mal zusammen auspacken. Er kommt natürlich auf Vintage-Karte, wie die anderen Neo-Vintage-Figuren von Super 7 auch. Ja, ist sehr cool gelungen. Da steht natürlich wieder As Seen on TV. Leider werden wir natürlich außer Hero und Eldor keine anderen Prototypfiguren von Super 7 mehr sehen, denn sie dürfen ja keine anderen Sachen mehr herstellen, außer diese Filmation-Geschichten. Und es sieht auch wahrscheinlich so aus, als wenn sie die Lizenz nicht mehr von Mattel bekommen, denn uns steht ja scheinbar wohl eine neue Line ins Haus. Trotzdem allerdings folgen hier noch ein paar Waves von den Neo Vintages. Ja, hier die Karte ist jetzt so, ja, so lala. Sie ist hier sehr gewellt. Ich weiß nicht, ob man das von da aus jetzt so gut sehen kann, aber irgendwie ist das jetzt nicht die beste Lösung. Trotzdem ist das okay, wenn man sich den hinstellen wollen würde oder aufhängen. Ja, das geht schon in Ordnung. Ja, das hier ist die Rückseite. Hier werden natürlich nochmal die Wave 1 und Wave 2 beworben. Hier haben wir das Action-Feature von Man-at-Arms. Es ist natürlich der berühmt-berüchtigte Hüftschwung. Was soll es auch anderes sein? Und hier oben ein richtig cooles Artwork von Man-at-Arms, der es mit Beastman zu tun bekommt. Und im Hintergrund sehen wir noch Castle Grayskull, Orko, Teela und ein paar Flugsaurier. Richtig cool gemacht. Und man hat natürlich wieder die Befürchtung, dass Super 7 mit der Qualität ein bisschen geschlampt hat. Aber das wollen wir nicht hoffen. Sie haben sich ja eigentlich immer gesteigert. Ja, das ist die Karte ohne die Figur. Ja, wir haben natürlich auch diesmal eine Mini-Comic-Blende mit dabei. Und zwar ein richtig schönes Bild aus dem Filmation-Cartoon von Man-at-Arms, der hier auf irgendetwas schießt in seiner Werkstatt. Richtig cool. Hier hinten haben wir dann wieder eine kleine Bio, einen kleinen Werdegang von Man-at-Arms mit einigen Inkarnationen von dem Charakter, von der Vintage-Figur über den Cartoon bis hin zur Filmation Neo Vintage Version. Ja, hier noch schön nochmal kurz das Artwork von Emiliano Santa Lucia hier gezeichnet. Sehr, sehr schön gemacht. So, dann haben wir hier die Figur selbst. So sieht sie dann aus ohne die Karte. Ist ganz leicht rauszunehmen. Das kann man sich vielleicht aufbewahren für Leute, die gerne Customs machen. Ja, dann haben wir wieder um die Beine dieses komische Tütchen, wofür auch immer das gut sein soll. Dem Zubehör widmen wir uns dann gleich. Und natürlich hat auch diese Figur hier wieder diese Beingelenke. Jetzt muss man sagen, es ist hier draußen unglaublich warm. Wir haben 35 Grad, das merkt man an der Figur. Es geht hier relativ leicht. Ob das jetzt an der Wärme liegt oder so, das kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, man merkt es schon stark. Ja, man kann natürlich die Arme nach vorne und hinten bewegen. Ganz klar, der Hüftschwung funktioniert bei dieser hier zufriedenstellend, kann man nicht sagen. Gucken wir mal zwischen den Beinen, da sehen wir die Gelenke.
Im Grunde genommen ist das eine Verbesserung gegenüber den Vintages, aber wenn die Dinger natürlich alle Nase nach abbrechen, weil die Pins zu kurz sind, mal gucken hier, beziehungsweise zu dünn, lässt sich leider nicht wirklich erspähen. Na gut, dann leider nicht. Was man hier sagen muss, ist, dass der Kopf nicht wirklich gut auf dem Hals sitzt. Man hat hier, wie ihr das vielleicht sehen könnt, ein bisschen Spielraum. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ist jetzt nicht übermäßig schlimm. Sonst macht er wirklich einen sehr guten Eindruck. Was man machen kann, ich jetzt aber darauf verzichte, ist, man kann hier die Armpanzerung abmachen. Und hier auch, weil es nämlich diese Laschen hat, die ihr auch von den Vintage-Figuren her kennt. Und natürlich hat es hier hinten ebenfalls diesen Verschluss, dass man auch den Brustpanzer abnehmen kann. Ja, natürlich hat er einen neuen Kopf. Hier haben wir Man-at-Arms, natürlich mit Schnurrbart, wie wir ihn aus dem Filmation-Cartoon natürlich kennen. Der Kopf lässt sich auch wunderbar drehen. Weiß nicht, er ist fest. Also man hat zwar hier ein bisschen Spielraum, aber der Kopf sitzt definitiv fest. Und bisher kann ich nicht sagen, dass es irgendeinen Mangel an der Figur gibt. Soweit erstmal alles super. Also kann man nur sagen, sehr gut gemacht, Super 7. So, gucken wir mal bezüglich des Standes. Test beim ersten Mal bestanden. Was will man da mehr? Ja. Dann gucken wir uns das Zubehör mal an. Hier haben wir nicht nur die Standardkeule. So, jetzt fällt mir das fast runter. Die wir natürlich auch aus dem Filmation Cartoon schon kennen. Die kommt in die rechte Hand. Übrigens auch die einzige Möglichkeit bei der Figur, die Keule anzubringen, weil nämlich die linke Hand wieder die von He-Man recycelt hat. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen Panne finde. Ich finde, bei He-Man macht das ja irgendwo noch Sinn, um den Schild dann drauf zu packen, was man natürlich auch hätte anders machen können bei der Neo-Vintage-Version. Aber bei Man-at-Arms wäre es doch eigentlich ganz gut gewesen, man hätte hier beide offenen Hände genommen. Ja, dann ist noch die Laserkanone mit dabei, die wir ja auch schon bei der Club Grayskull-Figur mit dabei haben. Die stammt nämlich aus dem Filmation-Cartoon aus der Episode Invasion der Drachen, wo Man-at-Arms, Teela und die anderen die Drachen damit haben erstarren lassen, um sie dann entsprechend wegzuschaffen. So, hier haben wir natürlich, wie gesagt, das Doofe daran, dass er sie nur in einer Hand halten kann. Eigentlich hätte man ihm hier was anderes beilegen sollen, was er auch in einer Hand hätte halten können. Vielleicht irgendwie noch ein Schild oder sowas, das man ihm hier hätte dran machen können. Problem ist natürlich, dass selbst wenn man ihm hier noch eine gegensätzliche Hand gegeben hätte, die eine Waffe halten kann, hätte er natürlich aufgrund dessen, dass man die Arme nicht zusammen machen kann, ihn nicht beide mit beiden Händen den Laser greifen lassen. Was ich aber auch wieder sagen muss, ist, dass aufgrund der Wärme das tatsächlich ein bisschen weich geworden ist. Also es ist ein sehr weiches Material, also ja, was nicht unbedingt wirklich schlimm ist. Ja, sonst kann man nur sagen bei der Figur, es ist nichts übergemalt. Was willst du da auch großartig machen? Vom Headsculpt her alles super. Auch hier ist alles punktbemalt. Das ist dann schon eine richtige Freude, sich diese Figur anzusehen. Ja, liebe Sammlerkollegen, das war's an dieser Stelle schon auch mit diesem Unboxing-Video zu Neo Vintage Man-at-Arms. So, der steht super, da kann man nichts sagen. Ist alles in Ordnung, einfach nur top. Ja, und für Leute, die einfach keinen Vintage Man-at-Arms ihr eigen nennen, ist das natürlich derzeit eine günstige Alternative. Leider muss man sagen, bei GameStop schon wieder ein bisschen teurer geworden. Die erste Wave konnte man noch für 25 Euro kaufen. Dieser hier kostete mal eben schnell 30 Euro. Das finde ich für eine Neo-Vintage-Figur schon wieder ein bisschen teuer.
Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ihn dann, wenn man einen kleinen Händler unterstützen möchte, diese bei Planet Eternia zu kaufen, beim guten Niki, beim moto-classics.de Shop. Und dann tut ihr da eher was Gutes, als wenn ihr das zum Beispiel GameStop in den Rachen schmeißt. Die Figur ist es auf jeden Fall wert. Ich freue mich sehr darüber und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt, es kommentiert, ja, liked, die Glocke aktiviert und wenn es noch nicht getan hat, hinterlasst doch einfach mal ein Abo. Und schreibt natürlich eure Meinung zu dieser Figur hier in die Kommentare. Was mich natürlich sehr interessieren würde, ist, wie ist denn eure Meinung zu Teela? Denn das ist die, die ich wahrscheinlich als einzige auslassen werde, aufgrund des schlechten Standes. Denn die recycelt genau die Teile von She-Ra aus der ersten Wave und die She-Ra hat einen absolut miserablen Stand. In diesem Sinne wünsche ich euch noch sonnige Tage, macht's gut, bis zum nächsten Mal.